zusammen. Wenn es draußen geschneit hat und du hast dein Hinterrad angetriebenes Auto, was machst du da? Querfahren. Wenn du allerdings ein Auto hast, das mittlerweile zu leicht ist und auf Semislick steht und du hast keine Möglichkeit, Winterreifen da drauf zu packen, weil alle Radsätze, die du hast, passen nicht auf die zu große Bremse, dann machst du ein Video in deiner Einfahrt. Und also in diesem Video geht es um das Interieur von Jochen. Wir vergleichen einmal den Serienzustand mit dem aktuellen Ist-Zustand, damit ihr euch da drin auch ein bisschen zurechtfindet, wenn ihr Jochen in Zukunft auf unseren eigenen Trackdays fahren wollt. Und für die Kenner, es wird im Anschluss, auch in diesem Video, ganz explizit um das Thema Shifter gehen. Denn ich habe da einen Short-Shifter drin, einen von Coolerworks. Ich werde euch erklären, warum ich mich für Coolerworks entschieden habe. Und wir machen einen kleinen Vergleich zwischen Coolerworks, IRP, RTD, CAE, und vielleicht fällt mir noch einer ein. Aber alle diese genannten Shifter habe ich mal verbaut und oder bin sie in einem Auto gefahren und habe dementsprechend auch ein paar Erfahrungswerte. Und werde euch dementsprechend auch erklären, warum ich mich für Coolerworks entschieden habe und welcher vielleicht für euch der richtige Shifter ist. Aber jetzt erstmal ab ins Interieur und ich zeige euch einmal, was wir da drin gemacht haben, damit ihr euch da drin zurechtfindet. Also eine der am häufigsten gestellten Fragen ist, Nummer 1, wo hast du das Lenkrad machen lassen? Und Nummer 2, was sind das für coole Scheinwerfer? Zu den Scheinwerfern kommen wir in einem anderen Video. Aber das Lenkrad ist von deinlenkrad.de. Ist ein absolut geiler Laden. Es gibt das Lenkrad in zwei Qualitätsstufen. Er sagte zu mir, ich sag, du, pass auf, ich möchte das Lenkrad etwas dicker haben, mit Daumenauflagen hier unten abgeflacht, weil Racing. Und natürlich gelbe Naht, weil Schrotgurte mit gelben Akzenten. Und 12 Uhr Markierung. Sagt er, jo, alles klar, kein Ding. Schick mir ein Lenkrad ein, dann kriegst du es genau so zurück. Ich sage, top. Hat keine zwei Wochen gedauert, eine Woche oder so, dann hatte ich das Lenkrad wieder da. Und es gab das Ganze in zwei Qualitätsstufen. Er sagt einmal, die erste Qualitätsstufe ist Standard und die zweite Qualitätsstufe ist ultra exklusiv. Ich sage, du, ist ein Rennauto, entspann dich wieder, wir machen Qualitätsstufe 1. Sagt er, ja, dann kann das sein, dass die Naht vielleicht nicht zu 100% gerade ist und das Lenkrad kommt an und die Naht ist zu 100% gerade. Also ich weiß nicht, was du in der zweiten Qualitätsstufe machst, aber die erste ist schon krass. Zweite Frage, die mir häufig gestellt wird, ist, warum hast du perforiertes Leder genommen und kein Alcantara? Rennauto hat auch immer Alcantara. Dieses Auto ist ein Fahrstuhlrennauto und wenn ihr mit euren Butterbrust-Wurstfingern die ganze Zeit einmal ein Alcantara-Lenkrad packt, dann drehe ich völlig durch. Deswegen Handschuhpflicht und damit wir auch etwas länger was vom Lenkrad haben, perforiertes Leder, denn wenn ihr gute Handschuhe habt, dann habt ihr auch ordentlich Grip. Das ist der Hintergrund zu dem Lenkrad. Bei deinlenkrad.de habe ich dann auch die ganzen Zierleisten abgegeben. Wie man hier einmal diese Leiste sieht beim Beifahrer und diese hier. Und die Türgriffe an den Seiten und die sind wiederum in Alcantara. Und ich weiß nicht, was für ein Phänomen das ist, aber jeder, wirklich jeder, der in dieses Auto steigt, das hatte ich auch bei meinem Z4, der in ein Auto steigt, wo Alcantara ist, ist der erste Move immer, boah, das ist ja Alcantara. Und dann packt ihr da immer drauf. Ist das Alcantara? Das ist Alcantara, ja. Soll ich die Hand abpacken? Könnt ihr das bitte lassen? Danke. Als nächstes haben wir, ja gut, das hier habe ich passend zum Überrollbügel gemacht. Ein Kumpel von mir sagt, das sieht aus wie im Nagellackstudio. Ich finde es aber ziemlich geil, weil die Farbe vom Überrollbügel ist auch ziemlich geil. Zeige ich euch aber gleich. Es geht vorne weiter. Ganz wichtig, roter Start-Stopp-Knopf. Und, was aber jetzt wirklich wichtig ist, ist dieses Datendisplay. Das Datendisplay von Arca Motion habe ich auch bei 55 Parts gekauft und hier wird mir alles angezeigt. Die Temperatur für das Öl, für die Ladeluft, für Ladedruck und noch andere Sachen. Fällt mir gar nicht ein. Auf jeden Fall kannst du hier wirklich alles ablesen. Passt Plug and Play und ist somit das nützlichste Tool in diesem Auto. Shifter kommen wir gleich zu. Sitze kennt ihr bereits. Gibt es ein eigenes Video zu Recaro Pole Position, warum ich die gewählt habe und wie ich die befestigt habe mit den Konsolen auch von 55. Wie gesagt, gibt es mindestens ein Video zu und dasselbe zu den Gurten. Ganz ausführliches Video zu den Gurten, wie sie befestigt sind und warum wir die Schrotpunkt 100.6 Gurte genommen haben, nämlich zu eurer Sicherheit und was die besonderen Merkmale davon sind. Dann geht es weiter mit den unwichtigen, aber sehr schönen Dingen. Und zwar habe ich hier Platten selber gefertigt. Diese Platten
sind drahterodiert und aus dünnem Alu, heißt wiegen in etwa gar nichts. Und hier hinter ist ein kleiner Magnet, dass man sein Handy, bevor das Handy rumfliegt oder man es in der Tasche hat und es stört mit den 6-Punkt-Gurten, ist hier ein kleiner Magnet hinter und das Handy bleibt da, wo es ist. Ne? Das heißt, du kannst während der Fahrt einfach auf diese Sockies Race Corner Platte hier packen. Der Ausschnitt für den Zigarettenentzünder ist immer noch an, das heißt, können wir während der Fahrt auch schön eine qualmen. Nein, aber wir haben da die Energieversorgung. Das Display hier ist relativ uninteressant und auch ziemlich unwichtig für unser Auto. Sonst ist alles rausgeflogen. Provisorisch ist hier, oh, ich kletter mal hier durch, erstmal nur so eine Fußmatte, so eine Stoffmatte reingelegt, weil die richtige Fußmatte ist gerade noch in der Konstruktion. Die bauen wir jetzt gerade mit einer ordentlichen Fußstütze, sodass ihr genau wisst, wo eure Füße hinkommen. Mit ein bisschen Grip-Tape von einem Skateboard drauf, dass man beim Einsteigen nicht ausrutscht. Denn mit nassen Füßen auf blankem Alu ist das schon echt rutschig. Und ihr könnt den Fuß dann links ablegen. Das geht zurzeit nicht. Wie gesagt, das ist nur eine Übergangslösung. Werden wir auch noch ändern. Also hinten wie vorne ist alles, was unnötig ist, rausgeflogen, inklusive des Dachhimmels. Das Einzige, was drin ist, ist noch diese Platte hier. Da müsste ich noch etwas bauen, aber die ist ganz, um ehrlich zu sein, relativ leicht und hat hier die passenden Auflagen, dass man nicht auf Batterie und Steuergeräte etc. rumlatscht, wenn man mal hier reinkrabbeln muss, was ich sehr oft tue. Kabel sind gestrippt und nochmal neu zusammengebunden, dass das Ganze ordentlich ist und nicht alles hier bunt drumherum fliegt. Und unser Überrollbügel, der auch eine eigene Folge hat, ist verbaut mit einem Helmnetz, wo ihr dann euren Helm hinten reinpacken könnt. Oder ich meinen Helm hinten reinpacke. Ein paar Kästen sind hier drin, beziehungsweise unnötige Teile, die mich noch etwas stören, aber da müsste ich hier drin flexen. Werde ich irgendwann vermutlich machen, aber diese hier sind unnötig und unnötiges Gewicht. Werde ich irgendwann rausflexen, wie so ein paar kleine andere Halter. Und sonst ist das Fahrzeug innen drin nochmal stellenweise auslackiert, damit es nicht ganz so bunt ist. Genau, die Teermatten sind natürlich alle draußen, aber das habt ihr auch in der anderen Folge schon gesehen. Und kommen wir jetzt zum Shortshifter. Ein sehr wichtiger Punkt und darauf gehen wir jetzt etwas näher ein. Shortshifter. Es gibt ganz viele verschiedene Shortshifter auf dem Markt. Aber erstmal die grundlegende Frage, die mir auch häufig gestellt wird, ist, warum baust du einen Shortshifter in ein Fahrschulrennauto ein? Das Ding hat ziemlich kurze und knackige Wege. Also das ist jetzt hier 3 in 4 oder 2 in 3. Ja, die sind sehr knackig und da besteht vermeintlich die Gefahr, dass man sich verschaltet. Finde ich nicht so. Also wenn man das ein bisschen raus hat, dann ist das eigentlich kein Problem. Ich finde aber auch wenn es ein Fahrschulauto ist, sollen die Leute das Gefühl haben, wenn sie aussteigen, dass sie sagen, okay, das war schon Racing. Und nicht, das war ein normales Auto, aber ich war damit mal auf einer Rennstrecke. Deswegen habe ich das Auto so gebaut, dass man schon tatsächlich ein bisschen dieses Rennfeeling hat. Und da finde ich, gehört einfach ein Shortshifter dazu. Dieser Shortshifter ersetzt das Ganze hier. Und zwar ist diese Apparatur hier mit dem Getriebe verbunden und hier mit dem Tunnel verbunden und ist sehr ölig. Und hier sitzt euer Schaltknauf. Dieser Schaltknauf ist dann hier über eine Umlenkung mit dem Getriebe direkt verbunden, mit der Welle. Und dann rührt ihr hier rum und werft irgendwelche Gänge rein. Das fliegt komplett raus und dafür kommt halt so ein Shortshifter rein. Den werde ich euch aber gleich in einem anderen Auto zeigen, weil der Tunnel verdeckt das so ziemlich. Auch wenn ich die Verdeckung abnehme, seht ihr nicht so viel. Wir haben den Shifter auch in einem anderen Auto verbaut, wo man das ganz gut erkennen kann. Die Besonderheit, nein, also anders, Coolerworks. Ich habe mich für einen Coolerworks entschieden, weil, ganz einfach, CAE-Shifter sind ziemlich geil, aber extrem teuer. Also da seid ihr im vierstelligen Bereich unterwegs. Den hier gibt es bei Parts 33 zu einem sehr, sehr, sehr humanen Kurs. Und das ist die Pro-Variante mit einer Mittenzentrierung. Das heißt, der sobald ich den loslasse, ist da eine Schenkelfeder, die unterstützend dafür sorgt, dass der Shifter immer in der Mitte ist. Warum? Wenn ich zum Beispiel im zweiten Gang bin und hoch möchte in den dritten, dann muss ich nicht suchen, sondern ich drücke einfach hoch und die Zentrierungsfeder sorgt dafür, dass ich immer in der mittleren Gasse bin. 3, 4, 5. Fast. Oh doch, ja, getroffen. ein weiterer großer Vorteil. Und jetzt kommen wir zu TRD,
Nee, RTD. RTD. Ich hatte einen RTD-Shifter in meinem Z4. RTD hat einen riesen Vorteil. Der Aufbau unten ist extrem schmal. Das heißt, er passt in jeden oder auf jeden Tunnel. Aber in meiner Version, und vielleicht ist es mittlerweile aktueller, ich weiß es nicht, aber in meiner Version waren die Schaltwege relativ lang. Und wir hatten keine Sicherungsfunktion. Hier ist es so, dass wenn ich jetzt hier nicht hochziehe, komme ich nicht in den Rückwärtsgang. Erst wenn ich hochziehe, komme ich in den Rückwärtsgang. Falls jemand auf der Rennstrecke mal in den ersten will und dann aus Versehen aber in den Rückwärtsgang schaltet, die Kupplung loslässt, haben wir ein echtes Problem. Und daher kommt RTD für mich nicht in Frage. Und wie gesagt, ich fand die Schaltwege auch relativ lang. An sich ein cooler Shifter, eine coole Alternative. Aber in der Version, in der es das Ding damals gab, wurde bemerkt, das gibt es auch nur im Libanon. Und dementsprechend sind die Lieferzeiten extrem lang. Der Service ist auch, geht so gut. IRP zeige ich euch auch gleich in einem Auto. Eine Besonderheit noch hierzu, und zwar für die E-Modelle gibt es eine besondere Platte, eine Montageplatte für diese Coolerwork Shifter, dann müsst ihr nicht in den Tunnel bohren. Gibt es für die F-Modelle, wie dieses Auto hier, leider nicht. Der Tunnel ist extrem dünn und windet sich teilweise beim Schalten. Und die Bohrungen sind knapp an der Grenze und haben nicht viel Fleisch. Deswegen habe ich solche Platten hier konstruiert, die man als Sandwich quasi unter den Tunnel packt, auf den Tunnel packt, darauf den Shifter verbaut und die verstärken das Ganze nochmal. Und dann könnt ihr direkt den Shifter auf diese Platte hier montieren, habt ein bisschen mehr Fleisch und das Ganze ist langlebiger und stabiler. So, aber jetzt lasst uns den Aufbau nochmal genauer angucken in einem anderen Auto. Und jetzt befinden wir uns in Glenz, Rennglenz Rennschlitten. Wie versprochen, haben wir hier einen Aufbau, wo wir den Coolerwork so ein bisschen besser sehen. Komplett frei. Und ich hatte davon gesprochen, dass es so eine Konterplatte gibt, so eine Aufnahmeplatte, auch bei Parts 33, wo man dann den Shifter draufschrauben kann, ohne großartig rumzubohren. Super Lösung für die E-Serie, E36. E46 passt es, glaube ich, auch. Beim Z4 passt es nicht. Das weiß ich. Z3 weiß ich nicht genau. Bei der F-Serie könnt ihr das nicht machen, deswegen halt diese Verstärkungsplatten, die ich gebaut habe. Falls ihr so eine braucht, dann meldet euch gerne. Coolerworks an sich ist ein Shifter zu einem, ich sag mal, sehr erschwinglichen Kurs, der eigentlich alles kann, was du brauchst. Du hast sehr kurze Schaltwege, wie ich euch vorhin schon gezeigt habe. Und hier sieht man einmal, es werden so kleine Schräubchen mitgeliefert, womit ihr die Anschläge einstellen könnt. Kannst du auch mal vom Nahen zeigen, wenn es geht. Und zwar siehst du hier die linke Gasse, hast du hier den ersten Anschlag und kommst in den ersten Gang. Wenn du in den Rückwärtsgang willst, dann schaltest du das frei, indem du hier einmal den Teller ziehst und kommst dann weiter in die ganz linke Gasse für den Rückwärtsgang. Vorher geht das nicht, weil du gegen den Anschlag stößt. Und die rechte Seite, die rechte Gasse für den fünften Gang, ist damit auch begrenzt, dass du nicht wahllos irgendwo reinschiftest, um dann nicht in die Gasse reinzukommen. Genau, das ist der Riesenvorteil von Coolerworks. Und dazu kommt, also die Verarbeitung ist echt tipptopp. Einziger kleiner Nachteil, der Aufbau unten ist relativ groß. Wie gesagt, beim Z4 hatte ich da Probleme, musste da auf den RTD zurückgreifen, den ich im Endeffekt okay fand für den Preis. Die Verarbeitung ist wirklich, wirklich gut. Dazu gibt es auch ein eigenes Video. Und es gibt auch allgemein ein Video, wo ich nochmal alle Shifter im Vergleich nochmal gegenüberstelle. Aber hier nochmal im eingebauten Zustand fand ich ganz gut. Dazu kommt, dass du beim Coolerworks auch nochmal die Höhe einstellen kannst. Du hast drei Möglichkeiten, indem du den Shifter tiefer setzt, änderst du damit auch die Schaltwege, ja, weil du den Umlenkhebel ein wenig änderst. Das heißt, wenn du es noch kürzer haben willst oder etwas länger haben willst, hast du hier die Möglichkeit. Ach klar, eine ganz wichtige Sache, und zwar, du musst das Ganze ja hier befestigen und in meinem Fall musst du sogar in den Tunnel bohren. Das ist nicht immer zu 100% mittig ausgerichtet. Das heißt, es kann sein, dass dein Shifter vielleicht leicht versetzt steht in der Mittelzentrierung, also in dem neutralen Gang. Und dass, wenn du hochdrückst, dass er die Gasse leicht finden muss für den dritten Gang. Da kannst du nachträglich das Ganze justieren. Ich weiß nicht, wenn wir jemand reinfilmen, vielleicht sieht man das. Und zwar geht es da, wo ich gerade drauf zeige, um diese kleine Schraube hier. Du hast die beiden Schenkel der Feder für die Mittenzentrierungsfeder, die drücken auf diese Schraube. Und diese Schraube hier wiederum, sieht man das auf der Kamera? Ja, geht so, ne?
Ja, es ist leider echt schwierig zu erkennen, aber diese Schraube ist in einem Langloch hier gelagert. Das heißt, du stellst den Shifter ein, du schraubst das alles fest, dann stellst du den dritten Gang ein, weil der dritte Gang zeigt ja genau die mittlere Gasse. Sobald du das eingestellt hast, hast du ein wenig Spannung hier auf dem Schenkel. Dann löst du die hier einmal, über das Langloch zentriert sich dann diese Schraube und ziehst es wieder fest und dann hast du deine Mittelstellung definiert. Genau, und was auch ganz wichtig ist, es gibt Shifter, wo es keine Mittenzentrierung gibt. Da rate ich von ab, weil das Ganze ist dann so ein bisschen wabbelig. Das heißt, ihr nehmt einfach nur die Spannung, um die Mitte zu zentrieren, über das Getriebe an sich. Es ist aber nie schlecht, wenn der Shifter an sich das Ganze unterstützt, eben durch so eine dicke Schenkelfeder wie hier zum Beispiel. Das Ganze gibt es auch ohne die Mittenzentrierung. Ich glaube, das ist die Nicht-Pro-Version. Wie gesagt, rate ich ein wenig von ab. Das ist mehr so ein Optik-Ding. Wenn es wirklich ums Thema Racing geht, solltet ihr auf jeden Fall den Shifter Mittenzentrierung nehmen. RTD hat das, CAE hat es auch immer. Bei Cooler World gibt es das optional und bei IRP auch. Und jetzt switchen wir nochmal zu einem Auto mit einem IRP-Shifter. Jetzt befinden wir uns in unserem Rennauto, Bronco. Der Bronco hat einen IRP-Shifter, wie vorhin besprochen. Den IRP-Shifter gibt es in unterschiedlichen Varianten, V1, 2, 3. Du hast entweder die Arretierung für den Rückwärtsgang, dass du die freigibst über so einen Hebel hier oder in der teuren Variante über diesen Knopf hier. Dann gibt es das Ganze auch mit Zentrierungsfeder und ohne. Der hier ist ohne. Ja, der ist tatsächlich ohne. Wenn ihr euch für ein IRP entscheidet, dann solltet ihr auf jeden Fall immer den mit Zentrierungsfeder nehmen, auch wenn die Lösung mit Zentrierungsfeder auch geht so gut ist, weil ich finde, dass die Feder etwas schwach ist. Ich hatte das in meinem Z4 auch mal getestet. Die Zentrierungsfeder macht zwar, was sie soll, aber ich finde, das geht echt besser. Ist etwas schwach ausgelegt, kann man aber nachträglich ändern. Mit ein bisschen Geschick sollte das kein Thema sein. Ich rede gar nicht so gut von dem IRP, aber habe ihn trotzdem im Auto. Warum? Vorschrift. Das Auto ist nach Cup-Reglement aufgebaut, das Auto wird auch im Cup gefahren und wir müssen diesen Shifter tatsächlich fahren, auch wenn ich ihn nicht so toll finde. Er tut seinen Zweck, wir haben uns noch nie verschaltet oder sowas, aber das meine ich hier ohne Zentrierungsfeder. Guckt ihr das mal, das ist komplett Leerlauf, ohne dass ich wirklich so, ab jetzt suche ich eine Gasse, aber bis dahin ist das hier alles Spiel. So, und hier eben kann man auch den Rückwärtsgang über den Betätigen des Hebels freischalten, sonst funktioniert das nach dem gleichen Prinzip, aber falls ihr nicht viel auf dem Track fahrt, sondern relativ viel auf der Straße unterwegs seid, ist so ein IRP-Shifter ganz cool. Also mit diesem Hebel hier nicht, sondern mit dem Druckknopf oben, weil er ganz gut aussieht und ist nicht ganz so hoch. Also er ragt nicht so aus dem Armaturenbrett raus wie bei einem Rennauto. Da kann man das machen. Sonst sage ich ganz ehrlich, nehmt ein Cooler Works Pro. Der ist echt gut. Wenn ihr einen Arsch voll Geld über habt und ihr nicht wisst, wohin damit, dann kauft auf jeden Fall was in meinem Shop. Oder kauft euch einen CAE-Shifter. Und RTD ist auch in Ordnung, wenn der Service besser war. Ich glaube, dass in der Zwischenzeit einige Versionen von dem RTD rausgekommen sind, die wirklich besser sind als meine damals. Aber der Service ist nach wie vor, glaube ich, ziemlich grottig. Ja, der Dude aus Libanon lässt sich gerne sehr viel Zeit. Dazu kommt natürlich, was wofür er nichts kann, ist halt die Versandzeit. Das ist halt echt eklig. Aber die Response-Zeit von E-Mails und so weiter ist halt natürlich auch echt schwierig. Also bei mir war das so, er antwortet auf jede dritte oder vierte Mail, ist dann zwar super nett, aber nützt mir auch nichts. Wenn ich so einen blöden Shifter halt brauche, dann brauche ich so einen Shifter. Ich hoffe, der Vergleich hat euch geholfen und ich hoffe, das Video hat euch geholfen, euch in Jochen zurechtzufinden demnächst. Wir werden das Auto noch komplett zu Ende bauen und wenn ihr Fragen zum Thema Shifter habt, haut das in die Kommentare und natürlich auch, wenn ihr Ergänzung habt. Vielleicht fahrt ihr andere Shifter, die ich nicht vorgestellt habe. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen zu IRP, zu Cooler Works etc. Bitte gerne in die Kommentare schreiben und denkt an die Haube. Genau, wir haben nur bis zum 24.02. Zeit, denn danach wird Jochen komplett foliert und dann gibt es keine Möglichkeit mehr, mit dem Namen auf die Haube zu kommen und Jochen damit zu supporten. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.